Also, wir sind heute im Karajan-Institut in Salzburg anlässlich der 150 Jahre Wiener Staatsoper. Die werden am 25. Mai gefeiert. Wir sind heute hier mit einer Zeitzeugin, zwar nicht für die Eröffnung der Wiener Staatsoper 1869, aber für eine sehr wichtige Zeit in der Geschichte der Wiener Staatsoper, nämlich für die Ära Karajan. Die hat ja 1957 begonnen, da hat er die künstlerische Direktion übernommen und das war zu einer Zeit, da hat er wirklich Schlag auf Schlag, zuerst 1955 den Chefdirigentenposten der Berliner Philharmoniker übernommen, 1956 die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele und dann eben 1957 die Direktion der Wiener Staatsoper. Also ein wirklicher Weltstar, ein Epizentrum der klassischen Musik zu der Zeit. Und wie war das, als er die Leitung da übernommen hat? Das war natürlich schon eine Sensation, weil die Oper war ja, nachdem sie kaputt war im Krieg, eine sehr, also es war dem Wiener so wichtig, dass die Oper wieder auferstehe. Und nach der Eröffnung mit Fidelio, natürlich auch sehr wichtig, ist es dann der Karajan gekommen und das war noch einmal ein Schritt in eine neue, moderne Zeit, vor allem in der Inszenierung. Was er dann mit seiner ersten Inszenierung mit der Walküre gezeigt hat, wie man moderne Oper macht. Ja. Das hat auch einiges an Furore ausgelöst. Aber was war das so das Besondere dran? Das Besondere war eben, wie gesagt, die Inszenierung. Ich glaube, da hat er ja selber auch sehr viel mitgetan, Karajan. Und das Bühnenbild an sich, das puristisch war. Und die Sänger waren ausgezeichnete Sänger, das sowieso. Und das hat sich dann durchgesetzt und dann hat er, glaube ich, als nächstes Siegfried gemacht und dann erst die anderen, also nicht chronologisch die Geschichte, sondern und das war wirklich sensationell. Und da habe ich immer auf Stehplatz wollte ich gehen, weil das waren die Freundinnen und wir haben es immer schön gehabt am Stehplatz und mit Partitur und so und haben bestimmt die Walküre, glaube ich, viermal gesehen. Ja, weil es so beeindruckend war. Und wer hat da gesungen? Kannst du dich noch erinnern? Der Wolfgang Windgassen und die Birgit Nilsson, das war die Wagner-Sängerin überhaupt, eine auch von der Erscheinung, die Brünnhilde, die war natürlich ganz toll. Ja. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Hat er dann noch Wagner? Ja, Wagner war ja überhaupt, also den gesamten Ring hat er ja nicht. Er hat dann ein Jahr Pause gemacht und hat dann doch auch eine Verdi-Oper, weil das Publikum ist doch sehr auch auf Verdi ausgewiesen, also auf italienische Oper, wollten sie gern haben, eine italienische Oper. Und das hat er dann erfüllt mit Mario del Monaco, mit dem Star der Scala. Und mit Othello. Und das war auch, also die Premiere war da sind die Stehplatzleute einen Nachmittag, eine Nacht und den ganzen Tag gestanden, bis sie die Karten bekommen haben für den Stehplatz. Und wie war das? Wurde da damals in Deutsch oder in Italienisch gesungen? Nein. Weil es war ja, also dem Karajan schon, der ja auch schon an der Scala dirigiert hat, sehr wichtig, dass man eigentlich den Verdi auf Italienisch machen sollte. Ja, der wollte immer im Original, aber es war, da haben sich das Repertoire-Theater und die angestellten Sänger gewehrt und wollten das nicht, das Publikum natürlich schon gar nicht. Und dann hat sich das, da haben die Italiener zum Teil Italienisch gesungen und die Österreichischen, also die Haussänger, die vom Haus, haben die Partien noch in Deutsch gesungen. Das hat sich dann so vermischt. Und auch mit dem Vermischen allmählich hat sich das Publikum gewöhnt ans Italienisch. Und dann haben alle gefunden, Italienisch ist doch super. Auch bei Mozart war es ein Problem, dass man Mozart einmal auf Italienisch dann aufführt. Da haben sie auch zuerst sehr dagegen gesprochen, weil es ist doch immerhin die Wiener Staatsoper und nicht die Scala. Ja, und
Wir haben ja auch dann schon nochmal darüber gesprochen, dass es ja so Stars gegeben hat, die Wiener besonders geliebt haben. Und da hat man ihnen Spitznamen gegeben. Ja. Wie war denn das? Also ein emporkommender Tenor, ein lyrischer Tenor, der Waldemar Gment zum Beispiel, hat den Spitznamen der Waldi. Also gestern war der Waldi aber wieder besonders gut oder weniger gut, da haben wir uns immer ausgetauscht in der Schule. Oder der Hotter, ein Riesenmann von 2 Meter, der Bass, der Hotti war, also so hat man sie halt genannt. Jetzt weiß ich nicht noch einen, aber ist egal. Aber mir ist halt aufgefallen, dass der Herr von Karajan, der Maestro, nie hätte man gewagt, ihm einen Spitznamen zu geben. So groß nicht, war auch weil die Ehrfurcht. Ja, nicht, weil er uns im Gegenteil heiß geliebt, aber die Ehrfurcht war zu groß. Und man kann sagen, dass mit Karajan eigentlich ein ganz modernes Theater eingezogen ist, eine moderne Oper. Ja, absolut, absolut. Ging. Natürlich ist dann der Rosenkavalier, der in der Staatsoper war, ein bisschen eine ältlichere Inszenierung vom Bühnenbild her und so. Das war ja die Leute, bis die sich umgestellt haben auf ein moderneres Theater, die alten Operngeher. Und das sind ja die Abonnements in Wien, die werden ja vererbt. Die kann man ja kaum kaufen. Die Opern aber, sondern die werden vererbt, also geht dann schon der 90-jährige Opa auch hin und der sieht plötzlich eine leere Bühne, ja, ist ja schon das ein Skandal. Also man kann sagen, das Bühnenbild war neu, es war sehr viel auf Beleuchtung und viel weniger pompös und kitschig. Viel weniger, ja. Man hat ganz neue Sänger plötzlich gehört, die aus Delmonaco zum Beispiel von der Scala. Ja. Es wurde plötzlich in der Originalsprache gesungen. Das waren alles Dinge, die mit Karajan eingezogen sind in die Wiener Staatsoper. Ja. Und deshalb, glaube ich, waren dann Kräfte, die sehr kräftig gegen ihn gearbeitet haben. Und letztendlich, wahrscheinlich war das deshalb auch dieses nicht glatt laufen in der ganzen Bürokratie, auch die hinter der Oper steckt, hinter der Wiener Oper, dass er dann nicht mehr wollte. Weil das zu viel Veränderung auf einmal war. Ja. Mhm. Aber zu Recht, würde ich sagen. Ja, das vielen Dank. Bitte schön, gern geschehen.